Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Ja, wir sind jetzt hinter den Kulissen. Der Tierpark Bochum hält nämlich nicht nur die Armeka-Käferlinge, sondern noch vier andere Arten. Wir versuchen die mal im Schnelldurchlauf so ein bisschen durchzugucken. Wir stehen auch schon vor der ersten Art. Das sind sogenannte San Marcos-Käferlinge. Man sieht wieder typische Hochland-Käferlinge, typische Form eines Hochland-Käferlings, typische Farben eines Hochland-Käferlings. Die Männchen sind allerdings etwas farbenprächtiger. Vielleicht kann man das gleich irgendwo sehen. Die sind nämlich rot, gelb und blau-violett gescheckt, sag ich mal. Diese Art hier war bis vor gar nicht allzu langer Zeit eine Unterart vom Banderolen-Käferling, bis man sich da mal wirklich mit dem Erbgut dieser Tiere beschäftigt hat und gemerkt hat, es sind leider verschiedene Arten. Das heißt, diese Art kommt blöderweise auch noch in einem ganz engen Gebiet vor, was natürlich auch wieder mal bedroht ist. Sowohl von Umweltverschmutzung und auch von Urbanmachung. Das heißt, diese Tiere sind leider direkt auf den Rang der vom Aussterben bedrohten Tiere gerutscht. Also die Zucht hier bei uns findet deswegen statt, weil die eben so hoch bedroht sind. Wenn wir uns umschauen, dann haben wir noch einige andere Arten. Wir haben hier zum Beispiel die Tequila-Käferlinge. Das sind Käferlinge, die etwas kleiner bleiben als zum Beispiel die Armeka-Käferlinge. Hier haben wir ein adultes Männchen und ein adultes Weibchen. Also man sieht, wahnsinnig groß werden diese Tiere nicht, sind aber leider auch schon stark bedroht. Dann haben wir hier die sogenannten Blauschwanzkäferlinge. Die sind etwas scheu. Die Jungtiere sind mittlerweile schon sehr selbstbewusst und zeigen sich auch wirklich gut. Aber die erwachsenen Tiere sind noch etwas scheu. Auch die sind leider stark bedroht. Und dann haben wir unten noch die sogenannten Vielpunkt-Käferlinge, da sind wir in Deutschland im Moment leider noch der einzige Zoo, der die hält. Einige Privathalter haben diese Tiere auch schon und züchten sie auch sehr erfolgreich. Das Schöne ist, diese Tiere brauchen etwas kühleres Wasser, das heißt, sie brauchen noch nicht mal einen Heizstab, also sie brauchen keine Heizung fürs Aquarium, man kann sie einfach ganz normal halten. Ich komme immer wieder darauf zurück, dass man sie relativ einfach halten kann, weil die Zucht von solchen Tieren eben auch lebt mit Privatleuten. Nicht nur Zoos sind Artenschützer und Artenretter, eben auch ganz viele sehr engagierte Privatleute. Und die Haltung dieser Tiere ist sehr simpel, sehr einfach und in der Regel auch recht erfolgreich. Also man braucht nicht lange warten und die ersten Jungtiere kommen dann auch schon. Wer vielleicht im Sommer nicht so wahnsinnig viel Zeit und Lust hat, sich mit Aquarien zu beschäftigen, weil er im Garten viel machen muss, der kann sich die Tiere auch in den Garten holen, denn ein großes Speisfass mit Wasser im Garten reicht zum Teil schon für einige Arten aus, sie gut zu halten und auch zu züchten. Und im Herbst holt man sie einfach wieder rein und hat dann, da der Garten ja schläft, mehr Zeit für die Fische. All diese Tiere hier sind stark bedroht oder vom Aussterben bedroht. Das heißt, diese Zucht ist wichtig, um die Arten zu erhalten. Zwar nicht direkt in Mexiko, aber wir haben Reservepopulationen auch hier in Europa. Das wird zum Beispiel auch koordiniert zu großem Teil von der sogenannten Good to Eat Working Group. Also eine Arbeitsgruppe, die sich eben mit diesen, auf Englisch Good to Eaten, also Hochlandkäferlingen beschäftigt und auch Zuchtprogramme für gewisse Tiere hat. Weit vorne ist da zum Beispiel das Haus des Meeres in Wien, das eben diese Zuchtpapiere oder die Zuchtprogramme auch steuert. Aber diese Tiere sollen natürlich irgendwann mal auch ausgewildert werden. Das geht aber auch nur dann, wenn wieder genügend Tümpel und Gewässer da sind vor Ort, um diese Tiere auszuwildern. Ich glaube, dass die Geschichte der Hochlandkäferlinge nicht so schnell enden wird. Also dafür sind diese Tiere viel zu wichtig. Gerade im Hochland Mexikos bilden sie 80% oder mehr des vorhandenen Fischbestandes. Wenn es die nicht mehr gibt, gibt es über 80% der Fische nicht. Sie sind relativ weit unten am Ende der Nahrungskette oder des Nahrungsnetzes. Das heißt, wenn wir das Fundament des Gebäudes weghauen, stürzt der ganze Rest ein. Also alle Ökosysteme dort vor Ort sind eigentlich von diesen Tieren abhängig. Ein gutes Beispiel, es gibt einige Orte, wo diese Hochlandkäferlinge nicht mehr vorkommen.
Mittlerweile gibt es gar keinen Fischbestand mehr, weil alle Tiere, die sich von diesen kleinen Fischen ernährt haben, haben ihre eigenen Jungtiere gefressen und sind jetzt letzten Endes ausgestorben dort. Und obwohl es mit diesen Fischen anfing, ist die Population der Greifvögel mittlerweile auch stark gesunken. Warum? Die fischfressenden Vögel dort mussten umschwenken und haben Küken von kleinen Jungvögeln zum Beispiel gefressen oder eben auch kleine Nagetiere, was eigentlich das Futter der Greifvögel ist, und sind in starker Konkurrenz zu den Greifvögeln getreten. Und mittlerweile sind auch die Greifvögel dort vom Aussterben bedroht. Und alles fing an mit diesem Hochlandkärpfling. Warum sind sie so stark bedroht? Wieder die typischen Beispiele. Die Verschmutzung der Gewässer dort, die ist sehr extrem zum Teil. Viele Dörfer und Städte, die haben keine Klärwerke. Da gelangt die Kanalisation, die endet direkt im Bach oder im Fluss. Und zum anderen ist es eben die Urbanmachung. Also Tümpel, Sumpflandschaften werden weggemacht, betoniert für Parkplätze, für neue Fabriken, für solche Geschichten. Also der soziale Umbruch und der wirtschaftliche Wandel in Mexiko ist im Moment sehr aktiv. Man könnte jetzt sagen, die bösen Mexikaner, die denken nicht mal an ihren eigenen Tierbestand. Aber wie das immer so ist, sind wir in Europa nichts besser, und gerade in Deutschland können wir uns nun mal nicht wirklich mit guter Wasserqualität rühmen. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland mittlerweile wieder relativ gute, saubere Flüsse. Der ein oder andere kann sich erinnern, dass vor gar nicht mal 50 Jahren es verboten war, in der Ruhr zu baden. Mittlerweile sind auch wieder einheimische Fische unterwegs und es ist relativ sauber. Aber die Erfolgsgeschichte muss weitergehen, denn der Lachs hat in Deutschland immer noch kein gutes Leben. Die Quappen sind mittlerweile immer noch stark vom Aussterben bedroht. Und auch der Maifisch wird kaum gesehen. Bestes Beispiel auch für die Wiederansiedlung sind zum Beispiel auch die europäischen Störe. Das sind jetzt allerdings auch Wanderfische, die aber eben auf einen sauberen Rhein angewiesen sind, auf saubere Gewässer. Das alles findet also auch bei uns statt, nicht nur in Mexiko. Aber wir können hier mit relativ wenig Aufwand unsere Kollegen und unsere Mitmenschen in Mexiko helfen, unterstützen. Und die Zoos und gerade die Godin Working Group, die arbeiten auch viel daran, eben vor Ort Leute zu schulen oder eben auch Gewässer zu schützen, Politiker zu schulen, die also oft gar nichts von dieser Problematik wissen, um eben möglichst die Fehler zu vermeiden, die wir hier in Europa schon lange gemacht haben. Gefallen hat, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.